Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Koi Consult Koi Talk Podcast. Mein Name ist Robert Jungnischke. Ich habe gestern oder vorgestern E-Mail bekommen von einem Zuseher aus der Schweiz, der mir sein Leid geklagt hat, weil er bei einer Koi-Auktion einen Fisch ersteigert hat und der Fisch hatte dann merkwürdigerweise, als er ihn bekommen hat, keine 65 cm, sondern nur noch 56 cm. Und er fragte mich, was er dagegen tun kann. Ja, ich bin kein Rechtsanwalt, insofern kann ich hier an dieser Stelle keine Rechtsberatung geben. Ich kann nur sagen, was ich tun würde. Wenn mir das passieren würde, würde ich in jedem Forum, was ich kenne, schreiben, was passiert ist, weil ich kann es ja auch nachweisen. Und insofern ist das ja die Wahrheit, die ich in dem Fall dann sage. Ich denke, dann hat das einen Einfluss auf die weiteren Auktionen dieses Händlers und damit, denke ich mal, ist der Sache dann auch Genüge getan. Grundsätzlich ist es so, wenn ich eine Ware kaufe mit einer zugesicherten Eigenschaft und die Ware hat diese Eigenschaft nicht, dann bin ich berechtigt, die Ware zurückzugeben. Aber das ist natürlich bei einer Lebendware ein bisschen schwierig. Ja, nichtsdestotrotz habe ich diese E-Mail, die ich bekommen habe, zum Anlass genommen, hier nochmal ein kurzes Video über das Thema Fischkauf und hier speziell Fischauktionen zu machen, denn leider ist es ja so, es gibt gute Händler, ehrliche Händler und auch andere Händler. Jetzt bin ich öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, also sowieso gehalten, mich nur an das zu halten, was ich selber überprüfen kann. Insofern würde ich einfach nur gerne mal meine Beobachtungen der Auktionen, die ich so erlebe, in der Form, dass ich sie im Internet verfolge, darlegen und meine Fragezeichen, die sich mir da so auftun. Also grundsätzlich ist es mal so, wenn ihr per Internet einen Fisch kauft, dann gilt meines Wissens das Teledienstegesetz. Das heißt, die rechtlichen Rahmenbedingungen werden über diese Gesetzesgrundlage gegeben. Problematisch ist, wie gerade schon mal gesagt, es handelt sich um eine Lebendware und insofern weiß ich nicht, wie man da wirklich mit umgehen soll. Wahrscheinlich muss das Ganze auch mal durchgeklagt werden, damit es dann rechtlich zu einer, ich sag jetzt mal, Anpassung der Rechtslage an die tatsächliche Situation kommt. Aber das ist ein anderes Thema, betrifft uns nicht. Gut, was habe ich für Probleme, wenn ich einen Fisch per Auktion kaufe? Fangen wir noch eins früher an. Ihr müsst euch eins immer vor Augen führen. Die Fischpreise sind die letzten Jahre eigentlich immer nur in eine Richtung gegangen, nämlich nach unten. Das heißt, für das Geld, was ich heute ausgebe, kriege ich viel mehr Qualität als noch vor einem Jahr, als noch vor zwei oder drei Jahren. Die Preise sind aber auch so weit runtergegangen, dass es für einen seriösen Händler fast nicht mehr möglich ist, den Fisch kostendeckend zu verkaufen. Das heißt, wenn der Händler hergehen würde, sein Risiko mit abzudecken, seine gesamten Kosten mit abzudecken, seine Verluste mit abzudecken, dann wird es schon schwierig, noch einen Fischpreis zu generieren, der auf dem Markt überhaupt akzeptiert wird. Das heißt, die Händler haben ein Riesenproblem, wenn sie ehrlich sind. Will nicht heißen, dass keiner mehr ehrlich ist, aber es ist halt zunehmend schwierig und gerade bei Auktionen, weil da das Preisniveau ja extrem niedrig ist. Gut, bedeutet, jeder wird versuchen und jeder versucht irgendwie, ich sag mal, doch noch auskömmliches Geld mit seinen Fischen und der Auktion zu verdienen. Wie gesagt, ich kann nichts sagen, was ich gesehen habe. Ich habe mir nur so meine Gedanken gemacht, wo die Stellschrauben sind, an denen ein Händler drehen könnte, um, sage ich jetzt mal, seinen Gewinn zu optimieren. Ob er das tut oder nicht, kann ich nicht beurteilen, will ich nicht beurteilen. Und letztlich müsst ihr, indem ihr dort einen Fisch seht und sagt, der Fisch ist mir das Geld wert, entscheiden, ob ihr ihn kauft oder nicht. Ob ihr dann das bekommt, was ihr glaubt, gekauft zu haben, ist natürlich nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Aber die Stellschrauben zum Beispiel, an denen gedreht werden kann, das sind meine Vermieter hier in Bayern, aber macht nichts. Ja, also die erste Stellschraube ist mal das Fischalter. Wie auch schon an anderer Stelle gesagt, ist es ein Riesenunterschied, ob ich einen Fisch mit 50 cm habe und der ist ein Jahr alt, zwei Jahre alt oder drei Jahre alt, weil diese Größe bezogen auf das Alter sagt was über sein Wachstumspotenzial aus und umso größer dieses ist, umso wertvoller
ist der Fisch natürlich. Und wenn ich jetzt einen Fisch habe, der 30 cm ist und schon 3 Jahre alt, dann hat der vermutlich ein beschissenes Wachstumspotenzial und damit im Grunde auch einen sehr geringen Wert für uns Koi-Halter, weil wir wollen ja Fische haben, die wachsen und die groß werden. Und da ist es halt schon ein Unterschied, ob ich eben einen Fisch ersteigere, der eben 50 cm hat und wirklich 1 Jahr alt ist, oder aber eben 3 oder 4 Jahre alt ist. Macht im Wert eine Menge aus und ja, das ist halt jetzt so, ne, ein Ding, was so ein Händler machen könnte. Der Klassiker, was auch eben mein Zuseher mir beschrieben hat, der Fisch hat halt nicht die Größe, die angegeben ist. Das ist natürlich übel, kommt aber, wie ich gehört habe, relativ oft vor, dass die Fische dann doch nicht so groß sind. Wenn es jetzt hier um 1 Zentimeter geht oder um 2 Zentimeter, würde ich sagen, das ist tolerabel und ist überhaupt kein Thema. Aber 10 Zentimeter oder 9 Zentimeter, ich sag mal, so sehr vermessen kann man sich eigentlich nicht. Und damit ist aus meiner Sicht schon mal die Eigenschaft nicht gegeben, die in der Beschreibung drin stand. Und damit der Rückgabegrund eigentlich schon fixiert. In dem Sinne ein ganz wichtiger Rat an euch: Wenn ihr Fische im Internet kauft, macht euch eine Kopie von der Beschreibung und von den Fotos auf eurem Rechner. Dann habt ihr nämlich nachher ein Beweismittel in der Hand, mit dem ihr dann hingehen könnt und sagen könnt: Hier, das sind die Eigenschaften, die du genannt hast, lieber Händler, und das ist der Fisch in Realita. Und dazwischen ist halt jetzt doch dann eine Lücke. Gut, ein weiterer Klassiker ist natürlich Photoshop. Also ich kenne persönlich einige Händler, die sind sehr geschickt, A, im Fotografieren und B, auch in der Bearbeitung der Fotos. Und die wenigsten Fische sehen dann wirklich so aus, wie sie auf dem Foto aussehen. Und dann muss halt jeder für sich bewerten, will ich den Fisch jetzt doch oder nicht. Deswegen auch hier an der Stelle noch ein kleiner Tipp: Wenn ihr schon Fische per Internet kauft, dann holt sie wenigstens selber ab und macht dann nochmal den letzten Abgleich, ob ihr den Fisch tatsächlich haben wollt, ob er tatsächlich so aussieht, dass ihr ihn haben wollt. Und damit einhergeht auch der Tipp, was die Bezahlung angeht: Wenn immer möglich, erst bei Abholung bezahlen, damit ihr überhaupt noch eine Chance habt, was zu machen. Ich persönlich kenne Händler, die handhaben das sehr fair. Wenn einem der Fisch nicht gefällt, dann hat man entweder die Möglichkeit, ihn zurückzugeben oder ein kleines Upgrade zu machen, um einen besseren Fisch zu kriegen. Das finde ich ist durchaus legitim. Und ich sag mal, man kann immer miteinander reden und es ist auch immer ein Geben und ein Nehmen. Und ja, so sollte man vorgehen. Ja, ein weiterer Punkt, mit dem man so ein bisschen den Preis variieren kann, sage ich jetzt mal vorsichtig, ist der Name des Züchters. Es gibt Züchter wie Dainichi oder Omosako. Wenn ein Fisch von diesem Züchter kommt, dann hat er automatisch einen höheren Wert, weil es sehr prominente Züchter sind. Insofern würde ich jetzt einfach mal sagen, da besteht natürlich auch wieder gewisses Potenzial, den Wert eines Fisches zu steigern, ohne mehr Geld auszugeben als Händler. Das Geschlecht ist auch wieder so ein Klassiker. Ein weiblicher Fisch ist immer wertvoller als ein männlicher Fisch, weil die weiblichen Fische mit der Zeit, die, also zumindest finde ich das, die bessere Körperform bekommen. Das heißt, wenn der Fisch weiblich ist, ist er automatisch etwas mehr wert, als wenn er männlich ist. Ja, und die wohl übelste Form der Beeinflussung einer Auktion ist natürlich das Hochbieten der Fische. Wie gesagt, ich habe überhaupt keine Beweise, aber bei so manchem Fisch und so mancher Auktion frage ich mich schon, wie es sein kann, dass der Fisch, der dort abgebildet ist, auf einmal für so viel Geld dort steht und das auch meistens schon zu Beginn einer Auktion. Ich meine, wer wirklich ein bisschen sich mit Auktionen befasst, der weiß, das ist das Dämlichste, was man machen kann, zu Beginn einer Auktion auf eine Ware zu bieten. Sondern man sollte im Grunde tunlichst so lange warten, wie es eben geht, das heißt bis 30 Sekunden vor Auktionsende und erst dann anfangen zu bieten, damit nicht Begehrlichkeiten anderer Leute geweckt werden oder dieses muss ich aber haben und dann Preise da zustande kommen, die nicht mehr feierlich sind. Also ich persönlich würde immer so ein bisschen Grummeln im Bauch bekommen, wenn eine Auktion eine Woche dauert und der Fisch am zweiten Tag schon einen recht hohen Preis hat.
Ich glaube, die Leute, also die Kunden, die im Internet regelmäßig kaufen, die wissen, wie eine Auktion funktioniert und die würden das gar nicht tun. Ja, das sind so, glaube ich, die wesentlichen Punkte. Ich kann immer nur sagen, es gilt eigentlich auch wieder das, was ich schon bei anderen Sachen zum Thema Fischkauf gesagt habe. Ich persönlich kaufe nur bei einem Händler und sonst nirgendwo. Und wenn der Händler das weiß, dann wird er natürlich auch tunlichst mir keine Fische verkaufen, die dann nicht das Qualitätsniveau haben, was ich sonst kaufe. Es ist aus meiner Sicht auch nach wie vor grob fahrlässig, wenn ihr als Kunden bei verschiedenen Händlern kauft und dann noch dazu über das Internet bei Händlern, die ihr gar nicht kennt, weil ihr könnt euch definitiv kein Bild davon machen, wie es bei dem Händler aussieht, wie es mit dem Gesundheitszustand der Fische aussieht, wie gut der Händler seine Quarantäne macht und wie vertrauenswürdig der Händler ist. So gut kann ein Preis gar nicht sein, dass ich in Zeiten von KHV und CEV dieses Risiko sehenden Auges eingehe. Aber jeder möge das so machen, wie er mag. Nur ein letzter Nachsatz: Die Händler sind, wie gesagt, auch nicht blöd und die müssen Geld verdienen. Das heißt, ich glaube auch, dass es bei Auktionen wirkliche Schnäppchenfische nur ganz, ganz selten gibt und dass die meisten Fische eben aus irgendeinem Grund für relativ moderates Geld dann über den Tisch gehen. Aber das, wie gesagt, ist meine persönliche Meinung. Ich kann immer nur den Tipp geben, wenn ihr schon meint, ihr müsst über Auktionen kaufen, dann kauft nur bei einem Händler, dann bezahlt die Fische bei Abholung, sichert die Fotos und Beschreibungen der Fische, damit ihr im Zweifel nachher auch was in der Hand habt. Ja, und seid einfach vorsichtig, weil es ist nachher echt übel, wenn so ein ganzer Bestand wegen KHV hochgeht und dann nur noch tote Fische rumliegen. Das macht überhaupt keinen Spaß. In diesem Sinne, wenn euch mein Video gefällt, freue ich mich über ein Like. Jetzt kommen die Gänse vom Bauern. Die hauen gerne ab. Ja, und wenn ihr weitere Fragen habt, dann meldet euch bei mir. Das war's für heute. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche.